Leute, der Wahnsinn geht weiter hier auf diesem alten Pott. Ein bisschen Ship Graveyard Simulator 2, Leute. Und ich bin dabei, das Ding hier langsam abzufracken. Ne? Es gibt viele Teile, die der Kranfahrer noch wuchten muss. Es muss er machen, das ist sein Job, ne? So, komm mal her hier. Ich trage zu viel, schon wieder. Ich trage immer zu viel mit dem Spiel. So, wir haben jetzt schon mal ein bisschen was weggeholt hier. Ihr seht ja, wie chaotisch das hier aussieht. Ne? Ich liebe das Chaos. Ohne Mist. Eisen 250 Kilo, okay. Da ist in Ordnung. Das nehme ich so hin. So, da du ja gerade frei bist, dann hol doch gleich nochmal hier den Rest ab. Oh, ich muss mich da... Bitteschön. Ribatnahi. Haben wir denn noch irgendwas, was er holen kann? Hier drüben müsste doch... Die Teile müssten doch auch schon abgehen, oder? Nee, die sind noch... Irgendwo sind die noch angeflext. Da gehen wir doch glatt mal gucken, was da los ist, wo es denn da klemmt. Ach nee, wir müssen erst mal ein bisschen was wegräumen. Es tut mir leid. Sonst sehen wir hier ja nichts. So, jetzt... Jetzt komm, lauf ein bisschen. Ja, man hätte ja die Platten liegen lassen können, ich weiß. Aber ihr kennt mich doch, hm? Ihr kennt mich doch. Oh, das ist viel für uns hier. Das ist so viel. Und das ist auch gut so. So. Na, Junge, Junge, Junge. Komme ich da hinten ran? Nein, ich trage schon wieder zu viel. Aber da könnte man doch jetzt hier, glaube ich... Nee, noch nicht. Ne? Da muss, glaube ich, alles weg. Weg mal. Ja. Der will noch gar nichts davon haben. Da ist er eigen. Nein, das war falsch. Ich will das immer dann runterdrücken, wisst ihr? Na also, geht doch. Warum denn nicht gleich so? So. Die sind auch weg. Nehmen wir die hier unten auch weg. Für irgendwas wird es schon gut sein. Komm mal mit. Nee, ich trage das. Ich drücke das jetzt mal noch nicht runter. Schauen wir mal. Die müssen wir hier vorsichtig rausholen, weil da sind, glaube ich, Flüssigkeiten drin gewesen. Ne? Ganz entspannt. Wie sieht's denn aus mit dir? Hast du keine Lust? Das könnte ich doch eigentlich schon drücken, oder? Nee, das ist ja noch durch. Bäh, komm. Mach doch nicht sowas. So, wir wollten sowieso hoch wegen den Teilen abtrennen. Bitte, da renne ich einmal um die Ecke und schon habe ich wieder vergessen, was ich machen wollte. Also ich, es zeugt entweder von hoher Intelligenz oder von einfacher Blödheit. Kann alles möglich sein bei mir, ne? Also man weiß es nicht genau. Da gibt es noch kein Gutachten darüber. So, meine Mami sagt immer, bei mir ist alles in Ordnung. Aber ob man das glauben soll, ich weiß es nicht, Leute. So, da haben wir den durch. So, haben wir weg hier. Und Dankeschön, 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 Dankeschön. So, da haben wir doch hier dahinter auch noch einen. Nimm mal weg. Oh, den ganzen Schrottberg hier. So, komme ich da hin? Ja. Ja, ja, genau. Genau, hier war auch noch was. Da drüben wirklich schon wieder so viel vergessen. Ich irgendwie, na, verlierst irgendwann den Überblick hier. Aber wir gehen da gleich hoch. Schauen, was es da alles zum Durchschneiden gibt, damit wir die Teile vom Rand wegbekommen. Gibt alles einen Haufen Metalli, Metalli. Aber da oben im Lager haben wir 26 Tonnen, ne, oder? Oder welches Lager? Ja, das ist das Gesamtlager, ne? Ja, genau. So. So. Oder muss ich mal hoch kurz? Weil den kann ich auch noch nicht. Den kriege ich auch noch nicht, oder? Wie könnte ich denn die alle mit einem Wumms wegmachen hier? Kleinen Wumsis hier. Schauen wir mal.
Das kriegen wir doch schon irgendwie hin. Oh, da drüben ist ja auch noch was. Da vibriert es auf jeden Fall schon im Karton da oben. So vielleicht? Komm, das schaffst du. Du musst dich einfach ein bisschen strecken. Hau das hin. Na komm. Ja, das wollte ich haben. Genau so wollte ich das eigentlich haben. Fragt so viel. Kein Problem, Kollege. Kein Problem. Meine Kehle ist etwas verstopft heute. Hallo. Das liegt aber auch am komischen Wetter. Ich habe den Eindruck, das ist ein bisschen zu warm für die Jahreszeit. Weil im November und so, da konnte man ja eigentlich schon mit ein bisschen Schnee rechnen. Aber ich glaube, es macht so null Ambitionen, dass es irgendwie nein könnte. Ja, das ist wieder der Käse, den ich meine. Das sind die Luftnummern hier. Ah. Warum machen die das, hä? Diese komische Mechanik. Es kam, glaube ich, schon wieder ein Patch raus für das Spiel vor kurzem. Also ich nehme ja nicht jeden Tag irgendwelche Folgen auf, sondern ich nehme dann mal im Rutsch so 6, 7 Folgen auf. Deswegen reagiere ich auch immer relativ spät auf eure Kommentare. Also da bitte nicht wundern. Hier, und das meine ich. Warum? Warum machen die das? Das finde ich alles ein bisschen suspekt. Vielleicht kriegen wir das so hin. Wisst ihr, wenn dann irgendwo so ein blödes Ding noch hängt, kannst du dann nicht weitermachen? Irgendwie. Die schwebende Türe. Sehr suspekt. Ja, und tschüss. Jetzt fällst du, ne? Oh, hier ist ja noch mehr von dem Kram. Aber ich wollte erst mal rübergehen wegen den Platten. Gucken da. Hatte ich ja gesagt, ne? Das muss ich auch machen. Wenn ich das sage, dann muss ich das auch machen. So, komm mal hier. Nö, danke. So ist besser, ne? Was haben wir denn eigentlich hier noch alles rumliegen? Da muss ich lieber mal noch warten. Und hier müssen doch irgendwelche Teile noch sein. Ja, sag ich doch. Bitteschön. Damit wir die dann auch wegziehen können. Ganz gemütlich. Ja, das ist halt so ein schweißtreibender Vorgang hier. Aber es muss sein. Es muss ja sein. Leute, bitte. Es muss doch sein. Ah, genau. Das war doch hübsch. Kriegt der es oder nicht? Die Lötlampe in der Hand haben, dann hauen wir das natürlich durch mit, ist doch klar. Ein kleines Glühding. Wenn wir die Seitenwände weg sind, sehen wir auch gleich ein bisschen mehr hier. Schloppel, schloppel, schloppel. Aber da habe ich eigentlich gedacht, dass die sich schwerer lösen lassen, weil die ja doch recht verbunden sind, aber dass nur die Teile hier sind. Das finde ich dann auch schon relativ interessant. Dass es nicht mehr ist, ne? Wisst ihr, wie ich meine? Hier sind auf jeden Fall noch jede Menge Ressourcen im Schiff. Und als nächstes, wie gesagt, auch mal Alu. So, dann nehmen wir den auch noch mit hier.
Dann können wir die ganze Seite abnehmen, glaube ich. Hatten wir drüben alle Teile? Schauen wir gleich. Damit unser Kranfahrer auch richtig, ne, mal beweisen kann, was er eigentlich drauf hat. Ist das ein geiler Job, Kranfahrer, halt hoch oben über der, über den Wolken da in so einem Ding drin, in so einer kleinen Kapsel? Glaub, für mich wäre das nix. Wäre das für euch was? Sagt mal ganz ehrlich. Kranfahrer. Ich weiß nicht. Wenn du da mal aufs Klo musst, wie machst du denn das? Machst du Pipi in die Hose oder wie läuft es dann? So, zack. Miss Adrian, tschüss. Hallo? Ja, da. Fab. Schön. Den kriegen wir doch von da hinten. Und fab. Zieh. Ach, wie schön. Das ist doch nett. Das sieht ja toll aus. Das sieht total chaotisch aus. Aber für mich ist das okay. Moin. Richtig. La Hunga, La Hunga. Sagt es doch. Mensch, was liegt denn hier noch rum? So ein kleines Schweinchen. Ach, das ist so schade, dass das nicht alles wegfällt hier. Wir machen das mal ordentlich jetzt, ja? Leute, reißt euch doch mal zusammen. Wir machen doch hier kein Chaos. Achso, ich wollte auf der anderen Seite gucken, ob da alle weg sind. Moment. Jo, alles gut. Alles gut, Leute. Alles gut. Ist doch alles gut. La 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 da da da. Was ist denn jetzt? Nimm es doch. Nimm es doch. So, der ist schon wieder fertig. Okay. Zack. Das ist ja eine reine Sortierorgie jetzt auf dem Schrottplatz dann, ne? Hallo? Was ist denn das für ein komisches Teil? Ach da. Oh, das ist aber knapp bemessen hier. Da musst du ganz genau zielen, du. Mit einer Flex. Graziös arbeiten. Komm her. Wie eine Grazie. Ah, fall mir nicht auf den Schädel, du. So, jetzt wollen wir gleich das nächste Teil da weg. Hatschhä, richtig, genau, der muss auch weg. Der Hatschhä muss auch weg, mein Freund. Oh, hier ist ja noch mehr von dem Kram. Können wir doch gleich wieder hochflitzen und da oben weiter speisen. Dubidub, dubidub, dubidubidu. Wir schneiden bis morgen früh. Ein Funkenflug ist das hier. Hubble Torch steht da drauf. Ne? Na, ich weiß nicht, ob das so stimmt. Ach, der fährt immer noch. Mensch, der braucht aber lange. Der braucht so lange, der Kerl. Weiter kloppen wie die Wilden. Ach, hier haben wir doch wohl schon ganz schön was gemacht. Mal her hier. So. So mit O. Komm her, komm her. Der ist durch, ne, oder? Ja, er wartet auf einen neuen Auftrag. Bitteschön. Da hat er, richtig. Hast du oder hast du nicht? Wie du willst.
So, wir müssen hier trotzdem noch durchschneiden, ne? Kommen wir nicht rundherum? Oben hängt es in der Luft. Der Lufthaken. Komm, dann los. Die Vöglein, die ziehen ihre Bahnen, weißt du, die haben keine Sorgen da oben. Die überlegen nur, wem scheiße ich heute auf den Kopf? Was fresse ich morgen? Wo kann ich meine Eier legen? Tja. Das nicht aufsammeln? Doch. Ach so. Da ist es doch. 800 Kilozen. Komm mal hier. Nee, das muss ich durchschneiden. Das haben wir ja schon 100 Mal probiert. Er möchte es mir nicht mit runterfallen geben. Tschüss. Und du, olles Ding. Genauso in grün. Tja, da werden wir doch in dieser Folge noch die beiden Blöcke da unten rauskriegen. Hä? Was meinten ihr dazu? Schaffen wir das? Ich denke schon. So, dieses noch. Und diese. So, dann müssen wir mal gucken hier. Sammeln mal weg den ganzen Bums. Das lassen wir mal noch liegen. Als Trittfläche für mich. Das muss ja hier arbeitsschutzmäßig alles top sein. Ne? Wenn hier die Kontrolle kommt, du, dann habe ich keine Lust, dass meine Ich-AG hier geschlossen wird. Ne? Das ist natürlich ganz klar. Mal aufpassen. Aber wir haben schon ein bisschen was geschafft. Ne? Aber nicht faul. So, schön. Tschüss. Upsi. Na, was fällt denn hier alles ab? Achso, ich trage natürlich zu viel. Ist doch logisch, Leute. So, jetzt machen wir noch. Fangen ja dann wieder an zu schweben, ne? Ach, nicht schweben, Leute. Seht ihr? Warum tut es das, liebe Entwickler? Übersetzt mein Geschwaller bitte in eure Sprache und dann fix die Scheiße. Aber das ging mal, ne? Die ersten Schiffe, die wir gemacht haben, haben wir nur so gemacht. Unten alles wegnehmen, einmal draufhauen, alles zusammengekracht. Aber hier geht das nicht mehr. Jetzt schwebt der ganze Käse hier in der Luft. Es ist ja physikalisch nicht ganz korrekt, gell? Boah, das ist ein Haufen Schrott da unten schon. So muss das. Das da, ach so, das kann ich nehmen, ja? Kann ich das schon nehmen, ja? So, aber jetzt kommt da raus der dicke Hund da unten. So. Zack. Nee, da unten hängt da noch einmal dran. Das macht aber nichts. Es tut aber nichts zur Sache. Hops mal ganz schnell runter. Und wir können uns ja notfalls mit dem Seil immer wieder hochzerren. Und dieser Hund hier, wisst ihr, seht ihr den hier? Der will's wissen. Billy will's wissen. So, jetzt muss ich mal ganz schnell hier aufräumen. Nö. Schwupp. Nein, das drücke ich noch nicht drunter. Muss ich zwar aber noch nicht. Na, dann nehmen wir hier noch mit, dass wir voll werden wenigstens. 171 müsste doch passen, oder? Ja. So, zeig mal hier. Na, endlich. Na, endlich, Leute.
Habe ich einen Platten? Ach nee, der steht einfach nur komisch. Weg mit dir. Und jetzt gucken wir mal hier oben. Ja, da kommen wir nicht rundrum. Da kommen wir nicht rundrum. Tschüss. Lass mal den wenigstens noch rausholen. So, in den nächsten Tagen werden wieder nicht so viele Folgen kommen, weil ich wieder so einen dicken, fetten Block Nachtschicht habe. Nachtschichte? Hm? Nachtschichten natürlich. Oh, hochlegierter Stahl und Kupfer. Ach, da waren gar keine Flüssigkeiten drin. Ach so, stimmt ja, da war ja irgendwas. Warum machst du das, du doofes Ding? Warum? Das musst du nicht verstehen. Om. Da musst du echt hier bei jeder Strebehand anlegen. Ist das doof. Aber jetzt haben wir den gleich befreit. Nee, haben wir nicht. Moment. Den müssen wir noch wegmachen. Den Stamm hier. Tja, da müsste man, ich glaube, mal an Entwickler schreiben. Und fragen, ob das so okay ist, ne? Oder nicht. So. Mal, dann nehmen wir die noch weg. Wie viel haben wir? 100 Kilo reicht noch nicht. Das sind die Leute wieder böse, wenn man hier 100 Kilo weg... Was ist das, hä? Na, jetzt komm doch. Nimm es doch einfach in die Hand. So, zack. So, schauen wir mal. Nee, nicht ein Hammer. Das Ding, genau. Richtig. Ring, ich drücke das noch nicht herunter. Dann geht mir vielleicht der Motor kaputt. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Motor oder was weiß ich, was das hier ist. Runter vom Kranbahn-Element. Ja doch, ich bin doch schon weg. Ist doch alles gut. Kein Stress, Leute. Kein Stress. So, nimm mit. Sehr schön. Tschüssikowski. So. Da könnten wir doch bald das hintere Teil hier ablegen, oder? Warte mal, wie... Oh, das ist ja riesig. Ach nee, das sind einzelne Teile, ich wollte schon sagen. Hier ist auch noch was Grünes. Oh, das ist ja mega. Dann warten wir mal, dann nehmen wir gleich das Ding da raus. Bist fertig, Junge? Bist fertig? Er ist fertig. Oder bin ich gespannt, wie das jetzt aussieht. Ob das jetzt eine kluge Idee war, ich weiß es nicht. Komm. Schnapp sie dir. Das sieht ja lustig aus. Oh, tatsächlich, du. Ui. Wie im Tetris hier. Ah, ob ich da wieder rankomme? Ich weiß es nicht. Boah, was fliegt denn hier noch alles runter? Ach, scheiße. Egal. So, pass mal auf. Dann nehmen wir das hier noch weg. Da haben wir schon mal ein kleines Stückchen mehr geschafft. So, und dich, Kollegen, auch noch. Aluminium war immer noch nicht dabei. Nicht mal zufällig. So. So, wie schaut es denn jetzt hier aus? Das war das komplette Teil hier hinten. Ja. Dann machen wir das hier alles richtig ordentlich in der nächsten Folge weg, dass wir das alles wegheben können. Aber wie wir jetzt da rankommen wollen, das weiß ich allerdings nicht mehr. Kann man sich da hochwinden und dann sich da festhalten? Nee, ne? Er hält leider nicht fest. Blöd. Komm, noch ein Stück.
Da muss ich das wirklich erst durchschneiden. Sonst kommen wir hier gar nicht voran. Auf der anderen Seite genau dasselbe und hier muss ich durchflexen. Leute, das machen wir alles in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen, fürs Liken, fürs Abonnieren, fürs Kommentieren, fürs, keine Ahnung, was ihr da draußen mit Tieren macht. Ne? Tschüss.